Teil 2. Die Apostel vor dem Hohen Rat. Verse 27 bis 42. Ja, lesen wir einmal Verse 27 und 28 gemeinsam. Bitte. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, diesen Namen nicht zu geben? Und seht, ihr habt in eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Die Apostel wurden vor den Hohen Rat gestellt. Der Hohe Rat war das höchste Gericht der Juden, das auch Jesus schon zum Tode verurteilt hatte. Der Hohe Rat beschuldigte die Apostel, dass sie die Autorität des Hohenpriesters und des Hohen Rates missachteten und seinen Worten nicht gehorchen würden. Auch sagten sie: Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Der Vorwurf des Hohen Priesters: Ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre, ist ein Zeugnis für die fleißige und siegreiche Arbeit der Apostel trotz des Widerstandes. Der Hohe Priester und der Hohe Rat waren theoretisch viel mächtiger. Aber die Apostel waren viel fleißiger als die Hohen Priester, als der Hohe Priester, sodass ganz Jerusalem mit der Botschaft des gekreuzigten und auferstandenen Jesus erfüllt wurde. Als die Missionare in Bonn dem Einladungswerk dienten, waren sie auch nur einige wenige, weniger als 20. Aber weil sie so fleißig arbeiteten, dachten die Leute, dass es 100 Missionare in Bonn gäbe. Hier lernen wir, dass nicht die Zahl entscheidend ist, sondern mit welcher Haltung und mit welchem Geist ein Mensch der Mission Gottes dient. Ja, lasst uns auch wie die Apostel oder wie die Missionare so fleißig arbeiten, ja, sodass ganz Bonn, ganz Deutschland, ganz Europa mit der Lehre Jesu erfüllt wird. Sehen wir uns Vers 29 an. Ja, lesen wir Vers 29 gemeinsam. Bitte. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, Petrus aber und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Petrus und die anderen Apostel standen vor dem Hohen Rat, vor der höchsten Autorität der Juden. Die höchste Autorität der Juden verlangte, dass Petrus und die Apostel aufhören sollten, von Jesus zu reden. Aber Petrus und die Apostel bezeugten ihnen, dass sie Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Damit sagten sie, dass der Hohepriester und der Hohe Rat nur eine menschliche Autorität waren. Aber es gab eine größere Autorität. Ja, lesen wir einmal Verse 30 bis 32 zusammen. Bitte. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und als sie das... Ja, danke. Die Apostel bezeugten, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt und zum Fürsten und Heiland erhöht hat, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Jesu Autorität besteht darin, dass er Buße und Vergebung der Sünden geben kann. Kein Mensch
keine Ideologie, keine Organisation, keine Technik hat diese Kraft. Auch der Hohepriester und der Hohe Rat hatten nicht diese Kraft. Nur Jesus hat die Kraft, durch die Buße und Vergebung der Sünden das ewige Leben zu geben. Die Apostel bezeugen, dass die Autorität des auferstandenen Jesus höher ist als jede menschliche Autorität. Auch die der Hohen Priester und des Hohen Rates, und dass sie dem auferstandenen Jesus mehr gehorchen mussten als dem Willen des Hohen Priesters. Auch heute versucht die menschliche Autorität, sich über Jesu Autorität zu stellen und alle Menschen zu beherrschen. Die menschliche Autorität wird repräsentiert durch den Zeitgeist des Humanismus. Der Humanismus stellt Menschengebote über Gottes Gebote, zum Beispiel durch LGBTQ, Genderismus und so weiter. Und die Kirchen machen mit. Es ist nicht viel anders als zur Zeit des Nationalsozialismus, als die Kirche unter die Prinzipien einer humanistischen Ideologie gleichgeschaltet wurde. Aber Gott gebraucht diejenigen, die Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt viele gute Beispiele wie Dietrich Bonhoeffer, Pastor Holmer, auch das Urbeispiel von Martin Luther, die in Zeiten der Anfechtung sich entschieden, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Auch heute versucht der Zeitgeist, den Gehorsam gegenüber Gott und Gottes Mission zu verhindern. Frühgebetsgemeinschaft und Lebensgemeinschaft sei altmodisch und zu extrem. Eine Person zur Buße zu führen, geistliche Erziehung, Ermahnung zum Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes sei ein Eingriff in die Menschenrechte und in die Würde und Privatsphäre eines Menschen. Mission sei nicht die Sache von Menschen, sondern von Gott allein. Aber der Knecht Gottes kämpfte, um Gott und Gottes Mission mehr zu gehorchen als den Menschen und Menschen geboten. Er führte die Jüngererziehung durch Frühgebet, Lebensgemeinschaft, geistliche Erziehung und Ermahnung durch. Unzählige Hoffnungsträger und Mitarbeiter durften dadurch Heilung von ihren Sünden und das neue Leben mit dem großen Segen Gottes erfahren. Auch jetzt lässt der Knecht Gottes sich davon von dem Widerstand und der Bedrohung der religiösen Humanisten nicht abhalten. Er verfolgt weiter das Werk Gottes durch die Mobilisierung der nächsten Generation und durch die Emission, das Werk Gottes unter den jungen Menschen und für die Weltmission, für die Emission zu tun. Dank sei Gott, der auch unserer nächsten Generation hilft, Gottes Wort, Gottes Knechten mehr zu gehorchen als den weltlichen Versuchungen und Vorstellungen, indem sie in ihrer Jugend- und Studienzeit mit Priorität Gottes Werk dienen dürfen. Das Prinzip, dass wir Gott mehr als den Menschen gehorchen dürfen, dürfen wir auch unsere Kinder lehren, wie ein geistliches Lied aus der ehemaligen DDR sagt. Ja, ich möchte das mal euch vorstellen. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Ja, damit Hirte Jochen nicht das alleinige Monopol hat. Ja. Sehen wir uns die Verse 33 und 34 an. Ja, die klare Aussage der Apostel, dass Jesu Autorität über der Autorität des Hohen Priesters und des Hohen Rates steht
und dass sie daher Jesu Wort mehr gehorchen müssen als dem Wort des Hohenpriesters bzw. des Hohenrates. Ließ die Fassade des Hohenpriesters und des Hohenrates zusammenbrechen und offenbarte deren geistliche Inhaltslosigkeit und letztlich auch Machtlosigkeit. Es war eine gute Gelegenheit für sie, dass sie ihre Schuld eingestanden und dass sie in Buße zum Herrn kämen. Aber sie verstockten ihr Herz und wollten die Apostel töten. Es war eine sehr angespannte und gefährliche Lage. Da stand ein Schriftgelehrter mit Namen Gamaliel auf. Professor Dr. Gamaliel. Dieser ließ die Apostel herausführen. Dann erzählte er, ja, wenn wir Verse 35 folgende sehen, die Geschichte zuerst von zwei Aufrührern, zuerst von Teudas, dann von Judas, die mit ihren Anhängern einen Aufruhr gemacht hatten. Aber Teudas und Judas kamen um, ihre Anhänger zerstreuten sich und ihre Bewegung verschwand. Gamaliels Schlussfolgerung war: Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen, lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist dies Vorhaben, ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten. Die Worte Gamaliels klingen sehr weise, aber er vermied es, sich klar auf eine Seite zu stellen. Jedenfalls gebrauchte Gott sein Auftreten, sodass die Apostel an jedem Tag bewahrt wurden. In gewisser Hinsicht waren seine Worte prophetisch und offenbarend. Das Hohepriestertum und das Sadduzäertum hörten nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer ca. 70 nach Christus auf zu existieren und wurden damit als ein Menschenwerk offenbart. Dagegen war das Werk durch die Apostel durch keine Macht, weder von den Sadduzäern, noch von den pharisäischen Verfolgungen unter Saulus, noch durch Herodes, noch durch die Römer aufzuhalten. Tatsächlich wurde das römische Imperium schließlich christianisiert. Das Werk des auferstandenen Christus durch die Apostel offenbarte sich als das Werk Gottes, das die ganze Welt eroberte. Das Campus-Bibelstudium von Dr. Samuel Lee durch UBF wurde von den Etablierten in Kirchen in Korea sehr kritisiert und verfolgt, weil ihre Leiter und Mitarbeiter keine studierten Theologen und Pastoren, sondern Laien waren. Auch ihre Hingabe und Missionsgeist waren in den Augen der Kirchen zu extrem. Aber dieses Campus-Missionswerk breitete sich unaufhaltsam in Korea und schließlich auf der ganzen Welt bis in die erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, bis in die M-Welt aus. Wir dürfen dem Werk Gottes durch das Bilden von zweier Bibelstudium-Teams, Lebensgemeinschaften, Mobilisierung der nächsten Generation und Pionierungswerk an der Uni, ferner der M-Mission und an Online-Missionen bis an das Ende der Erde mit der Siegeszuversicht dienen. Sehen wir uns die Verse 39b bis 42 an. Die Sadduzäer stimmten dem pragmatischen Gamaliel zu. Sie holten die Apostel wieder herein. Sie bestraften die Apostel durch Geiselung. Dann geboten sie ihnen, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Es war mehr ein Ausdruck ihrer Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, denn ein Ausdruck ihrer Autorität. Denn sie konnten die Apostel weder beherrschen noch kontrollieren. Lesen wir Verse 41 und 42 gemeinsam. Bitte. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren
und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Hier lernen wir das Geheimnis des unüberwindlichen Missionslebens der Apostel. Erstens, sie betrachteten die Schmach Christi als eine Ehre und waren fröhlich. Eine Geiselung ist eine schmerzvolle und schmachvolle Bestrafung, die nur Übeltäter und Verbrecher erhielten. Aber die Apostel freuten sich, dass sie diese schmerzvolle und schmachvolle Behandlung für Christus erleiden durften. Später ermutigte Apostel Petrus die ersten Christen. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. 1. Petrus 4, 13, 14. Als die ersten Christen mit diesem Geist in so vielen Verfolgungen mit Freude Gott bezeugten, konnten sie niemals besiegt werden, sondern breiteten sich immer weiter aus. Der Knecht Gottes hat uns darum auch immer ermutigt, das Leiden nicht zu fürchten, sondern zu genießen. Ja, so wie ein leckeres Essen. Okay. Ja. Zweitens, die Apostel hörten nicht auf, das Evangelium von Jesus alle Tage im Tempel und in den Häusern zu lehren und zu predigen. Das Evangelium von Jesus Christus war keine auf den Tempel und bestimmte Wochen und Feiertage beschränkte Religion, sondern sie drang bis in die Häuser der Menschen vor. Die Apostel lehrten nicht nur im Tempel, sondern sie besuchten die Hoffnungsträger in ihren Wohnungen und lehrten sie in ihrem praktischen Leben und in ihrem Lebensumfeld. Das war eine neue Strategie der Apostel, da sie im Tempel zusehends verfolgt und bedroht wurden. Es entstanden geistliche Hausgemeinschaften, in denen die Apostel alle Worte des Lebens redeten. Es ist sehr einfach, wegen der Verfolgung aufzuhören. Ja, als wir verfolgt wurden, war ich auch sehr versucht, das Werk Gottes zu pausieren. Für ein Jahr oder so. Aber der Knecht Gottes freute sich in der Verfolgung und hörte nicht auf durch zum Beispiel International Induktives Bibelstudium, International Wednesday Bibelseminar, JLEF, dem geistlichen Mobilisierungswerk der nächsten Generation zu dienen. Bis heute im Zentrum, aber durch Zoom auch, bis in die Häuser der Hoffnungsträger bis an das Ende der Erde. So dürfen wir gerade in der Zeit der Verfolgung und der Pandemie das mächtige Wirken Gottes in und durch die Mitarbeiter der nächsten Generation erfahren. Ja, die Veränderung der Apostel ist sehr bemerkenswert. Apostel Petrus verriet Jesus einst dreimal vor einer Magd und die anderen Jünger liefen alle weg. Aber nun bezeugten und verteidigten sie den auferstandenen Jesus vor dem Hohen Rat und dienten dem Werk Jesu auch unter Verfolgungen als unbesiegbare Knechte Gottes. Hier sehen wir, dass das Jüngererziehungswerk Jesu nicht umsonst war, sondern dass dadurch unbesiegbare Jünger, geistliche Leiter und Eroberer aufgestellt wurden, durch die schließlich der Kurs der Weltgeschichte verändert wurde. Wir haben auch Zuversicht, dass unsere Hoffnungsträger und die nächste Generation, wie Apostel Petrus und auch die Apostel, als unbesiegbare geistliche Leiter und Eroberer heranwachsen, durch die noch einmal der Kurs der Weltgeschichte, der Kurs von Deutschland und Europa verändert wird. Im heutigen Text haben wir gelernt, dass wir Gottes Auftrag, alle Worte des Lebens zu reden, unter allen Umständen mit höchster Priorität erfüllen dürfen. Wir haben auch gelernt, dass wir auch in dieser Zeit Gott und Gottes Wort mehr gehorchen dürfen als Menschen und Menschengeboten. Lasst uns nicht aufhören,
Jesu Wort des Lebens durch die Bildung von zweier Bibelstudium-Teams am Campus und in den geistlichen Hausgemeinschaften zu reden, indem wir mit Freude und Ehre um Jesu Willen Schmach leiden dürfen. Ja, Gott segne euch, Gott segne uns als unbesiegbare Mitarbeiter Gottes und geistliche Leiter wie die Apostel für die Ausbreitung des Evangeliums bis an das Ende der Erde, bis in die M-Welt, auch in der Online-Welt gebraucht zu werden. Lesen wir noch einmal Vers 20. Ja, noch möchte ich gerne beten. Ja, bitte. Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns ermutigst, alle Worte des Lebens am Campus, in der Hausgemeinde, auch zu den Hoffnungsträgern, zur nächsten Generation, unter allen Umständen mit höchster Priorität zu reden. Danke, dass du dieses Werk gebrauchst und dass du uns dadurch hilfst, als siegreiche Christen und geistliche Eroberer für die Aufstellung von Jüngern Jesu und auch für die geistliche Wiederweckung und Weltmission gebraucht zu werden. Ich danke dir und ich bete im Namen Jesu Christi. Amen.